Dankeschön. Und ich darf, meine Damen und Herren, unseren zweiten Gast ansagen. Ein wunderbarer Mann, der seit vielen Jahren für Kultur in Deutschland steht wie kaum ein zweiter. Er war einer der legendären Moderatoren des literarischen Quartetts. Er war Feuilletonchef vom Spiegel und bei der Zeit. Der Mann ist ein Tausendsasser, ein großartiger Autor. Du freust dich genau wie wir, dass er da ist. Meine Damen und Herren, Helmut Karasek. Danke. Darf ich das jetzt sein? Ich schieße Ihnen sofort was an. Wollen Sie einen Weißwein haben? Weißwein, ja. Pur oder gespritzt? Pur. Pur. Herr Karasek, wir sind eben draufgekommen im Vorgespräch, dass wir drei, Grissmann, ich und Sie, morgen gemeinsam nach Hamburg fliegen, ja, um 9 Uhr früh. Ja. Falls wir abstürzen, ist das unser letzter Abend. Da müssen wir einen guten Eindruck machen. Ja, die Frage ist auch, was, wenn wir abstürzen, was dann im deutschen Teletext steht. Da steht dann Helmut Karasek tot. U.A. Und andere auch, ja. Ja, genau. Da werden wir überhaupt nicht erwähnt. Ne? Ja. In Österreich wird er wahrscheinlich stehen, Stermann Grissemann, na, da wird er auch stehen, Helmut Karasek. Nein, da wird er auch, da wäre ich UA. Ja, wahrscheinlich. Oder OA. Oder na, glauben Sie? Ja. Aber ist das auch eine Überlegung, die Sie also haben? Also ich bin heute mit dem Flugzeug hergekommen und ich weiß nicht, ob alle diesen Gag verstehen werden. Da stand ein Mann vor mir auf und sagte, ich kenne Sie, Sie sind Gzimek. Gzimek ist 40 Jahre tot, ja, also wirklich. Ein deutscher Zoologe der Serengeti. Man kennt ihn noch durch die Loriot-Parodie, wo er den Steinlaus da. Und ich habe gedacht... Was haben Sie dann gesagt? Halt's Maul, du Affe. Nein. Ich bin ein wohlerzogener Mensch. Ich habe gesagt, ich lebe noch. Ja, und Sie erfreuen sich bester Gesundheit und ich darf sagen, Sie sind 77 Jahre alt. Ja, das bin ich wirklich, ja. Wie sehr nagt das Alter? Also es gibt ja einen gnädigen Zustand der Natur. Wenn man zum Beispiel hinfällt und sich das Bein bricht, hat man im Moment überhaupt keinen Schmerz, weil der Körper sendet irgendwelche, Enzyme oder Euphyme, irgendwas sendet er aus und man denkt, hurra, mir ist nichts passiert. Eine halbe Stunde später hat man furchtbare Schmerzen. Und ich hoffe, dass das mit dem Sterben ebenso sein wird. Wenn wir morgen abstürzen. Ich meine, je länger wir darüber sprechen, umso wahrscheinlicher wird es ja. Nein. Ich habe ja grundsätzlich Flugangst. Also, wenn steht, Grissemann ist abgestürzt, heißt das natürlich was anderes. Ne? Aber... Wir sind ja mal, ich habe tatsächlich ein bisschen Flugangst und habe dann auch immer die Angst, dass sich das überträgt auf den Piloten, meine Angst. Darum versuche ich ja nichts zu denken, wenn ich im Flugzeug sitze. Aber wir saßen das mal. Das kann ich ja ohne Flugzeug. Ja. Karasek hat dem Piloten trotzdem applaudiert, auch nach dem Absturz. Ne? Sie sind ein wahnsinniger Gentleman. Als solcher sind Sie bekannt. Sie gucken mich dabei so an, als ob Sie das hassen. Nein, überhaupt nicht. Nein, überhaupt nicht. Okay, ist ja in Ordnung. Nein, ich habe immer Angst im Flugzeug. Ich denke, also, wenn ein Pilot zum Beispiel Liebeskummer hat und will Selbstmord machen, denke ich immer, ja, das wäre eine gute Gelegenheit. Ich bin mal mit Walser in frühen Jahren nach Saarbrücken geflogen. Da guckte er sich so um, sagte, du, die Stewardessen sehen hier alle so alt aus. Das ist die Absturzrampe für die Stewardessen. Da haben wir Angst bekommen. Sind Sie mit vielen bedeutenden Schriftstellern im Flugzeug gesessen? Mit sehr vielen, ja. Morgen aber interessant, der Kritiker sitzt mit seinen Opfern im Flugzeug? Und, Das sind ja nicht meine Opfer, ich bin ja deren Werbefanfare in Wahrheit. Es gab immer auf der Buchmesse folgende Situation. Wenn da der Kritiker der FAZ rumging, sind alle Verleger um ihn herumscharwenzelt und haben gesagt, bitte schreiben Sie groß auf der Seite 1, ist egal was, Hauptsache dreispaltig. Okay, das heißt, ich meine, es gibt nichts Schlimmeres,
der Kritiker hat nur eine einzige Macht, die des Verschweigens. Das heißt, man muss wahrgenommen werden, in welcher Form ist egal. Ein guter Verriss garantiert genauso viel verkaufte Bücher wie ein Lob. Ja. Ist mittlerweile nicht sogar noch bizarrer, dass ein Auftritt bei Stefan Raab, wenn man Autor ist, viel mehr bringt als eine ganze Seite in der SZ? Das weiß ich nicht. Ich hatte mal einen äußerst unangenehmen Auftritt bei Stefan Raab. Ich war in Leipzig bei irgendeiner Jubiläumssendung von irgendeiner Live-Sendung und habe immer nicht gewusst, wo die Kamera ist. Guckte völlig blöde in eine andere Richtung. Und das hat sich Stefan Raab als großes Fressen vorgenommen. War auch sehr komisch damals. Ja. Und ich saß dabei, machte gute Miene zum bösen Spiel. Ja. Kameras sind hier. Ja, okay, ich habe jetzt meine gesehen. Bei uns ist aber wurscht, weil wir selber die Kamera immer verpassen auch. Ja. War Ihnen schon mal was sehr... sehr peinlich im Fernsehen. Also ich habe mal eine Doku über Sie gesehen in der ARD. Ja. Die haben Sie auch gesehen wahrscheinlich. Ja. Da wurde erwähnt, dass Sie mal bei irgendeiner Quizshow als prominenter Pate jemandem helfen sollten und Sie haben dann eine falsche Antwort gegeben. Ja, es war so furchtbar, ja. Der hat sich mich auch noch ausgewählt. Und das war eine hübsche junge Dame aus der Nähe von Göppingen. Und ich habe dann in der Nähe von Göppingen Lesungen gehabt. Und ja, die Leute haben gesagt, sie trauen sich was, dass sie herkommen. Das hat dann so ein altes Rentnerpaar hat den Preis gewonnen. Die haben gedacht, was fangen die noch mit 5 Millionen an? Obwohl ich wüsste, was es ging um 5 Millionen Mark. 5 Millionen Euro. Euro? 10 Millionen Mark und 5 Millionen Euro. Und was haben Sie da, wo haben Sie da versagt? Bei welcher Frage? Naja, ich wusste nicht, was ein Winkelschneider ist, so eine Maschine. Ich habe schon wieder den Namen vergessen. Und ich dachte, das ist ein Pressluftbohrer. Bild hat mir am nächsten Tag so einen Winkelschneider vorbeigebracht. Den habe ich immer noch, aber ich weiß immer noch nicht, was das ist. Der schleift so Ecken. Sie sind handwerklich nicht maximal begabt, oder? Ach, ich habe früher Bücherregale aufgebaut und IKEA-Möbel für meine Kinder zusammengebaut. Dann kamen die Leute auf Besuch, sagten, sie haben interessante Kunst hier. Wie viel Bücher besitzen Sie? Ich kann es nicht genau sagen, aber ich glaube, ich gebe nicht an, wenn ich sage, es sind über 10.000. Und wir haben jetzt zu Hause das Problem, dass meine Frau sagt, was mich etwas beunruhigt, du, wir müssen die entsorgen. Die eigenen Bücher, die Sie geschrieben haben, haben Sie auch zu Hause? Wahrscheinlich die habe ich auch zu Hause. Es sind über 20, glaube ich, mittlerweile? Ja, wahrscheinlich, wenn man die Taschenbücher dazu rechnet. Ja, und das Neueste ist das hier, glaube ich. Ja, da haben Sie Herausgeber von berühmten Briefen, die die Welt unter anderem auch ein bisschen verändert haben. Von Konrad Adenauer, Bertolt Brecht, Sigmund Freud, das sind alles große Namen. Aber ein Name hat mich dann doch ein bisschen stutzig gemacht. Veronika Ferres ist auch dabei. Ja, Veronika Ferres, das müssten Sie als Österreicher auch wissen, kommt in Deutschland niemand vorbei. Die spielt jedes Jahr zu Weihnachten die entscheidende Rolle. Entweder die Mutter, deren Kinder aus der DDR gegangen sind, oder die Mutter, die die Nation rettet. Sie ist einfach die wichtigste deutsche Schauspielerin. Ja, ja. Okay. Ja. Andere Frage, Thema Brief. Ist das nicht ein bisschen fast anachronistisch, heutzutage ein Buch über Briefe herauszugeben, wo alles über Twitter, SMS und Blogs dominiert? SMS sind ja auch in gewisser Weise Briefe. Ja, aber Sie haben ja wahrscheinlich keine SMS von Walter Maischberger drin, ne? Sondern nein. Schreiben Sie selbst noch Briefe? Ich schreibe Briefe. Ich schreibe und bekomme vor allem Briefe. Die Briefe, die ich bekomme, sind die unangenehmsten sind die Binnenbriefe. Wenn Sie binnen 4 Wochen Ihre Rechnung nicht bezahlen, sehe ich mich gezwungen, den Anwalt zu holen. Das sind die Binnenbriefe. Herzlichst Jupp. Herzlich sowas, ja. So, ja. Die mag man nicht so. Aber ich meine, man muss ja über was schreiben, was ausstirbt. Die Briefe sind sozusagen eine aussterbende Tierart. Übrigens der wunderbare österreichische Schriftsteller Robert Musil hat mal einen ganz herrlichen Satz gesagt. Er hat gesagt, beim Fortschritt ist es so, dass ein Bein immer zurückhinkt, während das andere fortschreitet. Und er hat als Beispiel gewählt,
Früher waren die Postverbindungen langsamer. Dafür hat man schönere Briefe geschrieben. Mhm. Besser kann man es nicht sagen. Schreibst du noch Briefe eigentlich? Nein. Lieber Herr Dorfer, du schreibst keine Briefe? Nein. Wie ist das heute eigentlich in der Schule? Kriegt man noch einen blauen Brief oder einen blauen Block? Ja? Weiß nicht. Stimmt es, dass Sie Fußfetischist sind? Ja, das hat Ina Müller mal. Ich habe mal gesagt, ich liebe Frauenfüße. Nur Frauenfüße. Ich sehe da zum Beispiel wunderschöne da, barfuß. Antonia, komm noch mal ganz kurz her, bitte. Lass mal zu Professor Karasek kommen, bitte. Puppe. Also, zwecks einer Fußdiagnose. Nein, ich meine, ich wollte sie nicht. Aber nein, das sieht schon sehr schön aus. Also es gibt nichts Schöneres als einen weiblichen Fuß. Ja. Und noch schöner ist er in einem schönen Schuh. Stimmt, aber meine sind im Oberraum. Okay, also ich wollte nur sagen, es gibt schon einen Grund dafür, Füße zu bewundern. Und das hat sie dann ausgespielt. Und ich meine, es gibt eigentlich keinen Körperteil von Frauen, den man nicht bewundern kann. Ach so, das wenn heißt, er gut sind, ist. Sie würden jeden weiblichen Körperteil als Fetisch bezeichnen. Fetisch, ja, für Männer schon. Ja. Ich meine, es gibt naja, diese. Es Blinddarm, gibt den Blinddarm einer Frau, das werden Sie ja auch nicht verkettern. Ja nicht. Deshalb heißt er ja Blinddarm, den sieht man nicht. Ja, ich stimmt, meine, ja. Ich meine, es gibt doch diese wunderbare Geschichte von der Märklin-Eisenbahn. Was ist der Unterschied zwischen einer Märklin-Eisenbahn und einem weiblichen Brust? Antwort: überhaupt keiner. Beide sind für die Kinder bestimmt und mit beiden spielt der Papa. Ja, kein schlechter Witz. Na, so schlecht ist er gar nicht. Er ist alt, aber nicht schlecht. Alfred, vielleicht für dich morgen, was für die Bühne? Morgen bist du im Stadtsaal wieder zu sehen? Ja, ja, den könnte ich unterbringen, ja. Habt ihr beide euch eigentlich mal... Seien Sie nicht so gnädig mit ja, mir. Oh, ja. Ich kann Ihnen einen besseren erzählen. Noch einen? Ja, bitte. Ja. Also den neuesten schönen Witz über Mann-Frau-Beziehung habe ich neulich gelesen. Ein Mann und eine Frau sitzen an einem wunderbaren Esstisch in einem Hotelrestaurant. Und der Ober kommt ran und sagt indigniert, gnädige Frau, Ihr Mann ist gerade unter den Tisch gerutscht. Da sagt sie, das sehen Sie falsch, mein Mann kommt gerade zur Tür herein. Ich meine, der hat so eine schöne... Ah, meine Damen und Herren, vielen Dank für diesen wunderbaren Besuch. Ja, wir wollen uns bedanken für diesen freundlichen Herrenbesuch. Bei uns zu Gast heute Helmut Karasek und Alfred Dorfer. Vielen Dank. In der nächsten Woche hier Roger Willemsen und Wild Evil. Bis dahin, macht es gut. Ciao. Dankeschön. Und Servus. Dankeschön. Vielen Dank. Danke, die Herren.